eure Videos. Moin Leute, willkommen zu Folge 299. Wir fangen wie immer mit einer ruhigen Sache an. Okay. What the... Ach, sie ist doch positiv. Jetzt musst du keine 50 Sekunden vor der roten Ampel warten. Ja, freu dich der schönen Dinge des Lebens. Amen. Alles klar. Na, siehste. Harte Bisse, schwarze Fenster. Wenn ihr kacken geht, dann stinkt das bei euch genauso. Ihr seid nichts Besseres als alle anderen Menschen. Stellt euch an und wartet. Ihr blöden Kasperköppe, echt. JPs Fahrten sind immer so langweilig, deswegen fährt er seine Winterreifen auch immer extra lange, viele Jahre, damit sie ja schön hart werden und nicht mehr so gut funktionieren. War ein Spaß. JP hat sich danach sofort neue Reifen bestellt. Mein Bruder hatte so ein Erlebnis, hat danach, als er zu Hause war, sofort neue Reifen bestellt. Und ich hatte damals das auch mal, noch kein ABS, kein ESP. Da bin ich auch so weiter gerutscht, obwohl gar nichts war. 7 Jahre. Älter fahre ich meine Reifen nicht mehr. Es bringt nichts. Die werden hart und dann fährst du quasi mit Holzrädern durch die Gegend. Das kannst du vergessen. Und wer sie trotzdem länger fährt... Du spielst mit deinem und dem Leben von anderen Leuten, ne? Spar nicht am falschen Ende. Oh. So, hupen tut der, der überholt. Na, wer schläft hier rum? Genau, der da vorne. Na, und wer schläft hier noch rum? Genau, unsere Zitruspalme. Und jetzt gibt's Saures. Mars 3142 ist froh, dass er eine Kamera hat mit Rundumsicht und die auch im Parkraummodus da aktiviert ist. Die zeichnet schön auf, wie dieses rote Auto kommt, der Typ aussteigt, schnurstracks zu seinem Auto rennt und hinten den Heckscheibenwischer abbaut, klaut und sich wieder verpisst. Aha. Naja, auf jeden Fall den nächsten Morgen hatte Mars das gleich gemerkt und hat gedacht, wieso ist der Heckwischer weg? Und dann hat er in der Kamera nachgeguckt und es war halt der Vorabend, wo es passiert ist. Er hat die Polizei gerufen, er hat die Aufnahme gezeigt und konnte denen auch gleich sagen, hier übrigens, der wohnt hier in der Nachbarschaft, ne? Geil, ne? Ist das geil? Musst du dir von deinen, naja, es ist eine Stadt, von deinen Nachbarn, da gibt es ja gar keine Nachbarn, musst du dir dich da beklauen lassen, ne? Geil, ne? Er hat seinen Wischer wiedergekriegt und 200 Euro Strafe musste der andere zahlen. Wally fährt durch die Gegend und sieht dieses Auto da im Graben liegen. Aha, erstmal richtet er sich darüber auf, dass alle dran vorbeifahren. Wieso hält denn da keiner an und hilft mal, ne? Das ist ja mal wirklich das Erste. Naja gut, das Mädel in dem Auto war dankbar, dass er angehalten ist. Er hat aber den ADAC angerufen, die wollten 300 Euro haben. Ja, ich schätze wahrscheinlich nicht Mitglied oder so. Er hat dann gesagt, ich könnte dich auch ins Ort fahren zum nächsten Bauern oder so, dass er dich rauszieht. Ja, und was soll ich euch sagen? Ein Trecker kam vorbei, zufälligerweise. Die haben die Karre dann rausgezogen. Und als es dann eine Stunde später weiterging, da war der Trecker schon dabei und hat den nächsten rausgezogen. Und dann später flog da auch noch ein Eingraben. Es war spiegelglatt. Uff. Ist nicht dein Ernst, das Kind? Oh Gott, nee. Wenn da jetzt plötzlich einer querschießt, dann bremst er doch plötzlich, erschreckt sich, weiß nicht, wie er das Fahrrad halten soll. Kind liegt auf dem Fußboden, oder? Wie kann man so unverantwortlich sein? Wenn das die Mutter wüsste, dann hätte er das letzte Mal gemacht. Was wird denn das jetzt, Mann? Ha, sehr gut. Wenn was passiert, Musik aus. Das ist wichtig.
Vor uns im Auto sitzt ein junger Mann und von links kommt gleich eine ältere Frau angefahren. Oh, das war ein Unfall. Wo? Vor mir, direkt vor mir. Die Tante aus dem Silbernen kam dann gleich aus dem Auto gesprungen und hat den Gelben zusammengeschissen, warum er ihr die Vorfahrt genommen hätte. Naja, und Dennis sagte, die waren offensichtlich überfordert mit der Situation. Er hat Fotos gemacht, er hat die beiden an die Seite geschickt, damit die Straße wieder frei wird. Er hat die Polizei gerufen zum Schlichten, später auch noch einen Abschleppwagen für den silbernen PKW, weil sich die Stoßstange so blöd in den Radkasten reingezwirbelt hat. Bis die Polizei da war, hatte Dennis auch schon die Videoaufnahme aus der Dashcam rausgepult, hat sie den Polizisten gezeigt und die waren auch sehr froh darüber. Später kam auch nochmal die Bußgeldstelle irgendwann um die Ecke und wollte die Aufnahme auch nochmal sehen. Was draus geworden ist, ich weiß es nicht. Mich hätte aber interessiert, wer wie wo Schuld gekriegt hat. Tobi kommt jemand hier mit nur einem Licht entgegen und das schon seit 2 Wochen. Ja, richtig. Und ich habe gesagt, ah, meld dich doch mal wieder, wenn er sein Licht wieder heile hat oder nur noch mit Stand nicht rumfährt. Aber er schickt mir jetzt seit mittlerweile fast 2 Monaten immer wieder ein Update und sagt, immer noch kein Licht repariert, immer noch kein Licht repariert. Sag mal, merkt man das nicht? Was ist denn los mit diesen Leuten? Das ist doch, ist der nicht ganz dicht oder was? Mensch, wechsel doch die Scheiße mal aus. Eines Tages willst du los, dann pitch geht die nächste Birne auch noch kaputt oder am besten unterwegs und dann fährst du nur noch mit Stand nicht. Mensch, mach die Scheiße heile! Ich sehe immer schlimmer aus um diese Uhrzeit, aber jetzt an sich. Ob er es jemals heile kriegt, Tobi will sich wieder melden. Krass. Die Ampel wird rot, aber dem da vor uns gefällt das gar nicht. Also so eine Manöver, ne? Wer da sowas mit absoluter Absicht macht. Da brauche ich irgendwie so einen Stempel in den Führerschein, weißt du, so Idiot oder was muss da draufstehen. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber der eine oder andere hat es vielleicht noch nie gesehen. Mitten in der Nacht werden ja gerne diese Schwertransporte denn abgehalten, die dann mehr als so eine Fahrbreite haben. Und ich zeig's euch hier einfach mal. Christoph begegnet gerade so einer. Die fahren dann gerne mitten auf der Straße und machen dann erstmal Platz und schicken die Leute in den Graben. Oh, aber der hier war gar nicht so schlimm. Hier, bla bla bla, Standardtext, bla bla bla, Kurve, bla, überholen, bla. Junge, Alter. Das war das ABS. Alter. Steuert oder was? Frinchi, Alter. Oh, ein Mäcki-Fresse runtergefallen. Schaut mal da hinten bei diesem Bulli. Was da los ist? Was ist das? Was wippt denn da so? Die Gestörten sind unterwegs. Juhu! Gerl, das ist ja wohl ein Arsch, wa? Guck mal nicht, dass er jetzt loskackt. Siehst du das? Ja. Ich pack den Clip nochmal unzensiert in die nächste Cobra 11 Folge. Jetzt vorbei. Wo ist wieder drin? Noch so ein Vater des Jahres. So bringt er seinen Kindern gut bei, wie sie schnell umgebracht werden. Ich weiß nicht, die Menschheit verblödet oder so. Ist rot, ne? Ja, mit Kind, ne? Man müsste echt das Fenster untermachen und rufen, Vorsicht, Junge, dein Vater ist sehr dumm, dem darfst du nichts glauben. Uiuiui, noch eine Folge bis zur 300. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Aber es könnte eine Cobra 11 Folge werden. Wahrscheinlich nicht ganz so lang, aber eine Cobra 11 Folge.
kann man eine 300 draus machen, ne? Dann passt es halbwegs. Bis denn. Danke. Danke fürs Zusehen. Tschüss.